study this spell and learn its secrets. But I cannot fight Makros and his army. That job is yours, and yours alone. Are you ready to see what you are up against? Show me my enemies. Makros, he's not a god yet. Tell me how the Rites of Ascension work. In order to complete the rites, Makros will need to absorb a massive amount of Aetherium. I doubt he's gathering all of that energy on his own. Exactly. Each of his lieutenants is channeling elemental energies for him. They'll be his strongest allies. Without a doubt. But remember, when you defeat them, their strength will become your own. This is Zamora the Farseer. Her Vargul warriors hold the Earthrealm for Makros. She's a powerful sorcerer. She's an animal, fighting to survive. She's sealed herself in her lair behind the Prismatic Falls. You'll have to find a way to breach her defenses. Next, you'll face Lunara. It's in the Water Realm, drawing magical energy from beneath the surface. Lunara is a guardian construct. It won't be easy. Lunara is mindless, but still dangerous. Unfortunately, its participation in the rites has only made it more powerful. I recognize this one. Greaves Sunsteel. Greaves is a godsmith and a madman. He is responsible for arming most of Makros' elite warriors. He is also a master of fire magic. He only serves Makros because it benefits himself. Lastly, Gildan Commander, a true believer in Makros' right to become god. He holds court in the Air Realm, forcing trials of combat on unwilling souls. I don't know this one. Makros sees him as your replacement. Killing his lieutenants isn't enough. I have to face him. Makros absorbs the Aetherium they send him. He believes he is already unstoppable. He's wrong. I'll stop him. Und somit willkommen, Freunde, zum dritten Teil von Godfall. Wir mussten das letzte Mal ja irgendwelche Secrets finden, muss ich sagen. Und jetzt hatten wir das Spiel abgebrochen, beendet. Und jetzt geht's weiter mit Sprich mit dem siebten Sanktum. You are strong, Orin. But not strong enough to defeat Makros and all of his men. Schließe den Götterschmied ab. Ich hoffe ja, dass das, dass es da weitergeht, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da muss man ja irgendwelche Secrets aufdecken. Welche Geheimnisse? Zerstöre Totems, okay. Ist ein bisschen anders jetzt, wie wir aufgehört haben, okay. Aber ist auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Diese Geheimnissucherei da, irgendwie mit dem Geistermodus, die fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Fällt mir das hier schon viel besser. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir machen mal einen kleinen Special Move hier. Ziemlich Ruhe im Karton.
Oh, muss ein bisschen aufpassen. Gut, ich habe die Energie noch schnell genug aufgeladen. Jo, den haben wir auch zerlegt. Okay, müssen wir da irgendein Special oder so anwenden? Ah, Prologjäger, sehr gut. So, wie zerstören wir den denn? Ah, okay, alles klar. Also den kann man nur zerstören, wenn die ganzen Gegner auf jeden Fall besiegt sind. Sehr gut. So, 1 von 3 haben wir zerstört. Dann nehmen wir uns mal den nächsten vor. Okay. Das hat sogar gereicht, dass er gleich sich zerlegt hatte. So, gehen wir mal ein bisschen weiter weg hier. Ah, hier können wir Energiekugeln einsammeln. Ja, wir sind auf jeden Fall flinker und müssten das auch packen. Ah, sehr gut. Können wir den auch zerstören? Okay, dann können wir jetzt... 56 Meter, 50 Meter. Ach, der ist schon der nächste. Na, den hauen wir gleich mal das Leben raus. Sehr gut. Auf die Energie achten, aber das sieht glaube ich so ganz gut aus. Ja. Okay, da hat er mich fast erwischt. So, jetzt ist er nicht mehr geschützt, fertig. So, der Götterschmied, erreiche die Vargul-Feste, Bonus zusätzlich der schönen Totems. Wir gucken uns jetzt mal kurz noch was an, und zwar, wir haben ja neue Fertigkeiten bekommen. Waffentiming. Machen wir Schildangriffe. Jawohl. Rüstungskammer. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir da noch so haben. Erstmal klicken wir uns ja durch, dass die Ausrufezeichen weggehen. So, das ist, der wird aktuell verwendet.
Stufe 2, 26. Stufe 3, 32. Hier machen müssen wir anders machen bei der Ausrüstung. So, Stufe 1, 40, Stufe 1, Stufe 1, Stufe 2, 26, Stufe 3, 28, Stufe 3, 28, Stufe 3, 28, Stufe 3, 28, Stufe 3, 32, schon super. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt auch. Haben wir hier noch einen anderen Ausrüstungsgegenstand? Nee. Haben wir noch einen anderen Glücksbringer gefunden? Auch noch nicht. Die Fertigkeiten, Ressourcen. Jo. Prima, da bin ich ja mal gespannt. So, Versteinerungsschlag, halte Q und Space gedrückt. Okay. So viele Varianten, ob man sich das alles merken kann, ist ja ein Secret. Habe ich schon fast gedacht. Ja, sehr gut gemacht. Also. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich nach oben, wenn ich das so richtig sehe. Ja, sehr schön. Alles einsammeln hier. Unser Ziel. Ah, das ist die Festung. Wenn man Versteinerungsschlag austesten. Die sind gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dass wir hier noch ein bisschen was zerstören können, damit wir dann die Energie aufladen können. Okay, sehr gut. Den haben wir auch ordentlich das Leben ausgehaucht. Das hat auch super funktioniert. Tell me our options. I can shatter these magical barriers if we are able to gather enough power. Head to the base of the Prismatic Falls. There is a source of rich Ethereum there we can use. Hier sind die Prismatürme. I am housed within your valor plate. I can affect the through you.
gehen ja noch. Was, was jetzt hier gleich noch rauskommt. Sehr gut. Siegel brechen. 15% geladen. Gucken, kommt noch wer? Ja. Ja, schon ein paar geile Moves drauf hier, Kollege. Sehr gut. Wir müssen noch ein paar zerstören hier. Mal näher ran. Ja, sollen wir mal ein bisschen aufladen, die Fähigkeit. Obwohl, wir können jetzt hier erstmal zerstören. Gemacht. Irgendwo müssen ja noch welche sein, dann, ne? So, bricht das Festungssiegel. Können wir nochmal was gucken? Weil mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich die hier alle irgendwie zerstöre, die ja in der Nähe sind. Ob das dann runterfällt. Ah, hier ist noch eine Kiste. Oh, sehr schön. Haben wir eigentlich noch so ein Siegel? Irgendwo noch eins sehen? Oder zerstören können? Ich sehe erstmal keins hier. Nee, dann machen wir mal das Hauptquest, dann gehen wir mal weiter. Alter, er läuft aber auf wie Forrest Gump. Wie ich dann gehört habe, dass die Hardware ja so extrem sein soll bei dem Game. Was ich sagen muss, kann ich gar nicht jetzt so teilen. Okay, ich habe natürlich einen guten PC.
is in the cavern behind the fortress. He'll be glad to see us. Auf die Energie achten. Genau, mal hier mit unserem Schild werfen. Genau, haben wir ja doch noch relativ leicht bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den so umhauen. Ich habe schon gedacht, wir schaffen es nicht. So, mal hoch hier. Da hinten geht es auch hoch, aber machen erstmal das Hauptquest hier. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Er hat sich da vor mir so gebrüstet, wie toll er doch ist. Ja, und das hat er davon. Okay, super. Oh, lecker. Da gab es sogar noch richtig gute Energie. Setze die Suche nach deinen Verbündeten fort. Ja, das machen wir doch glatt. Ich hoffe, die sind wirklich mit uns verbündet und nicht feindselig. Ja, der sieht nicht verbündet aus. Alter, ey. Der hat ein bisschen was auf dem Kasten, würde ich sagen. Okay, ist auch Champion. Jetzt hier erstmal weglaufen und ein bisschen was looten oder farmen, wie man es auch immer möchte, nennen möchte. So, wir zerstören jetzt hier erstmal ein paar Fässer und so. Ein paar Amphoren meine ich natürlich. Schon spät am Abend. Kann ich gar nicht mehr so richtig reden. Wir die Energie aufladen hier. Ah, sehr gut. Ah, hier ist auch nächster Punkt. Hier ist auch noch ein bisschen was. So, dann gucken wir mal. Ich kann ihn auch mal ein Schild wieder am Kopf werfen, aber ich weiß nicht, ob das so... Ah, das bringt nicht viel. Ah, der Typ ist schon übel.
hoffe, dass ich jetzt hier meine Energie aufladen kann. Leider nicht. Okay, er ist noch da. Ich gucke mal, ob hier noch Amphoren sind. Nee, da ist auch nichts. Weil wir kommen hier immer wieder, Gott sei Dank. Das ist gut an dem Spiel. Natürlich möchte man es besser abschließen und nicht immer respawnen. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt gleich. Ich habe schon gedacht, die laden ihn hier auf. Oh, er muss doch gleich mal vor tot sein hier. Auch wieder mit der eigenen Waffe geschlagen. Das finde ich natürlich auch wieder mega nice. Sehr gut. Und seine Mitspieler, seine Mitstreiter, sie haben sich gleich verpisst. Das ist ja immer so in der Gruppe, wenn du den stärksten platt machst, ne? Dann sind die anderen weg. Unglaublich. Oh geil, unsere Verbündeten. I'll take this as a sign. Perhaps we'll survive Makros's madness after all. Come, we have much to discuss. Are we going into a sanctum? Oh, Oren. So. Nutze Gleisblick, um versteckte Objekte zu finden. Ah, siehst du, das haben wir immer noch. Soll ich 3 Stück von finden? Also ist das noch nicht weg? Ich habe vorhin gedacht, irgendwie so, das wäre erstmal komplett weg, aber... Ah, die vielichtigen Gestalten hier, die machen wir auch erstmal platt. Gibt's aber keine Secrets, oder? Nee. Aber okay, wenn wir denn 3 gefunden haben irgendwann, ist ja auch gut. Die Kiste ist weg. Okay. Alles klar, dann weiß ich auch, was Secret ist. Aber die Kiste werde ich auch nur wieder sehen, wenn ich meine Geisterfähigkeiten habe.
Sehr gut. Ist ja Nummer 1 dann. Aber ist ein bisschen komisch irgendwie. Er hat dem C angezeigt, jetzt zeigt er C an. Ah, super. Prima. Ich glaube, da muss ich einen starken Schlag nehmen. Ja, Nummer 1 ist weg. Oder muss ich die in einer gewissen Reihenfolge platt machen? Na, die Kiste geht noch nicht auf. So, um zum Sanctum zurückzukehren, um deine Reise fortzusetzen. Das sind hier komisch. Gibt es da irgendeine Logik hinter, wie man das macht? Was ist denn das da hinten überhaupt? Ah. Na. Okay, ist schwierig, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie wir das lösen, also gehen wir einfach mal weiter. Können wir hier irgendwas aktivieren oder mit ihm reden? Nee, ne? Von da kommen wir. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Auch Tor Secret gefunden, aber bringt uns ja nichts, weil wir müssen es ja irgendwie lösen. Gehen wir mal hier weiter. Oh. Sieht nach einer Party aus. Oh, die haben aber ganz gut im Griff gehabt, die Jungs hier. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das sahen so viele aus. Okay, sehr gut.
wir ein bisschen aufpassen. Ja gut, den konnten wir so eine verpassen. Ja, die schaffen wir. Ohne mit der Wimper zu zucken. Mal weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, das sollten eigentlich die harmlosen sein. Weiter geht's. Wo das hier hinführt. Strahlende Perle, Lebensstein. Ah, hier haben wir noch was. Alter Schwede, manchmal wundere ich mich halt, dass es doch so klappt. Ich meine, das sind alles keine leichten Gegner hier. Eine Möglichkeit runterzukommen. Runterfallen, okay. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen strategischer sein. Ah! Schade, ich habe eigentlich gedacht, so von wegen, ja. Die haben wir ganz gut im Griff. Eieieiei. Ah, da unten sind sie. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen hier.
Okay, der hat natürlich auch eine starke Rüstung. Okay, den hat es zerlegt, den anderen auch. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist ja eine Kiste, die ist wieder zu. Die wird wieder von Energie geschützt. Das heißt, wir müssen wieder 3 Energiegefäße, Gefäße, wie auch immer, kaputt machen. Ich habe auch schon eins gesehen, bin ich der Meinung. Sehr seltsam. Doch, warte mal, da oben ist eins. Jo, hat der schon gereicht? Oder ist da noch eins? Ne, muss noch eins sein. In den Bäumen noch irgendwo eins? Hier ist auch keins. So gut versteckt, dass man ihn nicht sieht. Okay, ist aber auch nicht lebensnotwendig. Dann hauen wir hier erstmal ab. Ah, den Stein nehmen wir noch mit hier. Die Musik ist natürlich auch schön. Für die Landschaft und so, das passt auch alles. Musik passt zur Landschaft, wollte ich sagen. Ey, ich weiß nicht, Samstagabend, es ist einfach spät. Man ist viel zu müde zum Reden, habe ich das Gefühl. Aber das Spiel macht so Spaß. Will man doch gar nicht aufhören. So was Schönes. Okay, hier gibt es ein bisschen Eck. Naja. Oh, eine versteckt sich hier im Gebüsch. Die haben auch nichts gebracht. Schon fasziniert, dass man das nicht alles sieht. Also es sind ja diese blauen Gefäße, nenne ich sie mal, die aussehen wie kleine Laternen. Die müssen wir zerstören. Kann das ja mal seinen Geisterblick machen hier. Dann sehen wir ja manche Dinge ja viel einfacher.
Ja, hier waren wir auch noch nicht. Oh. Das geht aber ganz gut ab. Aufpassen hier. Oh, jetzt. Krass, was die einstecken und wie die immer wieder aufstehen. Oh Mann. So, jetzt musst du ja platt machen hier. Versuchen es nochmal hiermit. Das verschafft ja mal eine gewisse Ohnmacht. Okay. Ach doch, ist doch platt. Nicht mit gerechnet. Reichweite ist natürlich genial mit dem Speer. Ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ich dachte mir, oh Gottes Willen, ich möchte ein Schwert haben. Obwohl, das ist mehr ein Schwert und Speer. Ja doch, ist mehr ein Speer. Jetzt mal ein bisschen laufen. Und immer wieder, täglich grüßt das Murmeltier. Bisschen das Leben ausgehaucht, sehr gut.
den wir ja wohl platt machen hier. Das kommt schon. Sehr gut. Das war eine sehr gute Leistung. Das haben wir super geschafft. Die sind jetzt auch platt. Nutze Gas, um versteckte Objekte zu finden. Der hält aber viel aus hier. Bleib hier. Lauf nicht weg. Prima. Krabbe haben wir weggemacht. Jetzt, die Kiste, die wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil... Jetzt können wir da irgendwo hinfliegen, das ist auch in Ordnung, aber wir gucken nochmal kurz mit dem Geistesblick, ob wir hier irgendwas Blaues finden. Ja, wohl mit so einer blöden Krabbe der Kiste irgendwie fertig werden. Ja, gib mir die Kiste hier. Ah, sehr gut. Das hat sich ja wenigstens mal ein bisschen gelohnt. 2 von 3 haben wir jetzt. Sehr gut. Nächste Kiste. Wobei das hier war hier nicht wirklich so ein Secret. Oh, Energie, sehr gut. Energie passt immer, egal wann und wo. Ein bisschen aufpassen. Weil die Energie nicht im Auge hat, dann hat man echt schnell ein Problem. Okay, super, jetzt können wir die Energie erstmal aufladen. Das war's auch schon wieder. Oh, wir haben eine neue Stufe erreicht.
gehen wir mal ein Stück hoch. Ja. Kommt gleich der nächste dann. So, hier nochmal ein Stück runter und uns wieder ein bisschen aufladen. Den haben wir die Rüstung schon ganz gut verbeult. Hier ist auch noch mal Energie. Dass ich deren Energie mal einsauge dann, wenn die dann platt sind. Ah, sehr gut. Da sind ja noch mehr. Die hätte ich jetzt stärker eingeschätzt. Hab ich gedacht, wenn die jetzt die Treppe hier runterkommen. Was haben wir denn? Wo geht's denn weiter hier? Mal irgendein Secret oder so? Bis jetzt nicht. Wollte es wieder einer wissen? Oha. Sehe wieder eine miese Arena. Ist ja geplatzt. Bisschen vorsichtig müssen wir sein. Hier sind wir auch schon gewesen, aber hier konnten wir das Rätsel noch nicht lösen. Sehr gut, jetzt müssen wir noch mal genauer gucken. Geht die Truhe denn jetzt hier schon auf? Nee, noch nicht. Dann nehmen wir mal unseren Geistesblick. Da oben.
So, da können wir uns hochbeamen. Waren wir da überhaupt schon oben? Oder sind wir von da oben runtergefallen? Ich glaube, von der anderen Seite. Ganz gut, dass das hier alles so verbunden ist miteinander. Hier habe ich jetzt auch nichts gesehen. Irgendwie auffällig wäre. Hier waren wir irgendwie noch nicht. Frage, geht's hier lang? Ja, hier haben wir auch noch was. Sehr schön. Super! Wir haben es gepackt. Ich dachte so, wir schaffen das ja nie. Bonus aktiviere das Zwielichtsignal. Hier können wir auch noch mal hier irgendwie ein anderes Geheimnis noch gibt. Okay, da oben kommen wir nicht hin. Ah, da haben wir noch was. Ich weiß gar nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ah, hier. Ah, das geht nicht immer, muss man aufladen. Okay, aber das ist ja erstmal soweit in Ordnung. Wir haben jetzt drei neue Ziele, die wir verfolgen können. Ich würde auch sagen, wir vergeben erstmal unsere Bonuspunkte. Oh, die Rüstungskammer sieht aber sehr gut aus hier. Das Ausrufezeichen wegmachen. So, Fertigkeitspunkte. Drei Stück haben wir. Macht. Okay, das geht nicht. Das geht aber.
kann man hier nochmal weitergehen. Sehr gut. Ja, Rüstungskammer, müssen wir mal schauen. Was ist denn der Höchstlevel? Stufe 1, Stufe 1, Stufe 2, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 32, 4, 30, 4, 34, sehr gut. Haben wir noch eine Vierer hier irgendwo? 4,38, oh, sehr gut. 6,34, noch besser. 6,38, noch besser. 6,42. Okay, dann nehmen wir die doch. Und noch ein zweites Amulett oder so? Nee, das kriegen wir irgendwie nie. Kriegen wir auch nichts. Ja, sehr schön. So, Freunde, dann würde ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.